Pfötzchen. Ich sitze hier mit Wolldecke. Irgendwie ist aber eigentlich wärmer draußen geworden, oder? 7 Minuten Story. Quatsch. Keine Ahnung, was ich erzählen wollte. Na, wollte ich was erzählen? Ja. Ich wollte euch eigentlich eine CD vorstellen. Ich sehe dich dann im Licht. Susanne Hühn. Emotionaler Frieden und Heilung nach Fehlgeburt und Abtreibungen. Ist aber auch eigentlich ganz nett. Für nach einer stillen oder Totgeburt. Wobei hier wirklich Susanne mehr über Fehlgeburt und Abort, also Abtreibung. Abort ist Fehlgeburt. Da sind halt Meditationen drauf. Oder eigentlich und die CD ist von 2012. Und die habe ich auch von der Schirner-Tag-Messe mitgenommen. Die hat mich, also ich eigentlich hat mir die Farbe so gefallen. Ich habe gar nicht gelesen, was hier genau stand, außer das hier, ja. Ich habe die einfach mitgenommen und Susanne hat dann gesagt, ja, die ist gut. Also die, aber wo wir noch uns gar nicht unterhalten haben, ob ich eine Fehlgeburt hatte oder nicht, ne? Da haben wir uns also danach. Sind wir dann darauf gekommen. Und die habe ich mir dann angehört. Und es passt. Also es passt alles. Also ich meine, ich sehe das auch alles so. In etwa. Und die Stimme von ihr ist echt sehr beruhigend gewesen. Ich habe das die CD angehört. Teilweise. Ich bin dabei eingeschlafen. Tut mir leid. Hat mich sehr beruhigt, weil ich weiß gar nicht mehr warum. Ich glaube, das war wirklich auch wegen meinem beiden Fehlgeburten, also meine beiden Sternchen, dass ich einfach an den Abend nicht schlafen konnte und da habe ich diese CD hier reingelegt und ich weiß auch nicht mehr nach welcher Nummer, aber ich bin dann irgendwann eingeschlafen, so richtig schön mit ihrer Stimme und mit ihrer Erzählung, also Vorlesung von dem Ganzen. Und ich finde, die ist zu empfehlen, Leute. Ihr könnt euch die kaufen und mal anhören. Gesamtlänge der ganzen CD ist 71 Minuten. Nee, 71. Doch, 71,0 Minuten. Also mir hat sie geholfen. Erstens zumindest beim Einschlafen. Ich gebe es zu. Und zweitens, also jetzt nicht gucken wegen meine Hände hier. Ich habe die vorhin eingecremt, glitzert, ne? Das ist auch schon am Bluten da. Naja, auf jeden Fall geht es eigentlich hier um diese CD und ich finde diese CD wirklich ganz toll. Weil ich darüber auch so denke und weil ich das auch irgendwie so, nicht irgendwie so, wirklich so mitbekommen habe oder überhaupt mit meinen zwei beiden Kinder, Lichtkinder, Sternenkinder, gearbeitet habe mit mir, also mit ihnen oder sie mit mir. Und ich habe sie einfach ins Licht gehen lassen und bin auch glücklich und stolz darauf und damit, dass ich sowas auch selber kann, alleine. Und ich finde es schön, dass es solche Sachen gibt. Also CDs, ich glaube, dazu gibt es auch ein Buch, ne? Ich glaube, das gibt's auch, diese CD gibt es auch als Buch, wenn ich mich jetzt nicht irre. Aber ich tue einfach ein paar Links rein hier, wo man diese CD erwerben kann, erstens. Und zweitens, vielleicht ist da auch noch ein Link bei zum Buch. Ich denke, da gibt es auch ein Buch zu, ne? Oder sie hat nur eine CD gemacht. Meditation. Und jetzt ist sie ganz fettig. Von meiner Creme. Ach, das Buch zur CD gibt's auch.
Steht hier hinten drauf. Hätte ich mal vorher gelesen, ne? Also es gibt zu der CD auch ein passendes Buch. Also ihr könnt es sozusagen hören und lesen gleichzeitig. Oder einfach nur hören. Und danke, Susanne. Die CD ist wirklich gut, erstens. Und zweitens, deine Stimme finde ich auch irgendwie toll. Fiel mir so irgendwann auf dann. Beim Hören und so. Und sehr beruhigend. Du hast eine sehr beruhigende, klare, wundervolle Stimme, finde ich. Was ist mit meinem PC los hier gerade? Naja. Mehr wollte ich jetzt auch nicht mehr dazu sagen. Dankeschön für diese CD, erstens. Zweitens, danke, ich konnte super gut schlafen danach. Und ich habe gedacht, ich empfehle die jetzt einfach mal weiter. Und poste dann das Video auch in meine Facebook-Gruppe und so weiter und so fort. Ja. Bis dahin sage ich einfach, lasst es euch nur gut gehen. Eine schöne Zeit. Ciao.